Ja, wir sind zurück. Ich bin zurück. Hat ungefähr nur 5 Minuten gedauert, das da gute Datenpack zu finden. Und zwar liegt es direkt hier auf der Kiste. Ich bin einfach komplett. Ich bin bestimmt dreimal dran vorbeigelaufen. Das gibt es nicht. Es ist. Jedes Mal denke ich mir, es ist irgendwo secretmäßig in irgendeiner Ecke versteckt. Hinter einer Kiste, die man vorher erst mit Ziegenblut in die Luft sprengen muss oder sowas. Aber es ist halt immer auf einer Kiste direkt, wo man dran vorbeiläuft. Ein einziges Trauerspiel. So. Tatsächlich probiere ich mal, ob ich diesen Turm hier vielleicht. Beziehungsweise gehe ich erstmal dahin, ob ich den Turm vielleicht mit diesem Panzerding hier. Ich vielleicht noch nicht dahin. Platt kriege. Da die ja sehr, sehr robust waren, diese. Die. Ne? Diese Wachtürme. Und auch sehr viel Schaden machen. Ist es vielleicht besser, wenn ich. Entweder wenn ich natürlich abgegradet bin. Oder einfach mit dem Panzer da auftauche. Mal gucken. Guten Tag. Roadchoker up ahead. Ach ja. Was? Was sind die denn da hinten? Dann bekämpfen die sich mit irgendwas? Da schießt ein Geschütz oder so? Nee, das ist eine Fackel. Du kleine Hässlohne da hinten, ja? Ich mach das per. Ich mach so weg, weil ich will nicht, dass sie das Auto zerstören. Das wäre sehr ungeil. Hallo, hallo, hey, 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 hey. Er lebt doch noch, oder? Okay, ich muss irgendwo da hoch, um das Ding zu deaktivieren. Nee, das war so und das war. Hallo. Hallo. Was ist das? Wie viele Kisten gibt es hier genau? 3 Stück und ein Datenpad. Natürlich, es musste ja jetzt ein Datenpad sein, weißt du? Da ist doch gerade mal der Arm weggeflogen. Okay, ich weiß jetzt, Datenpads. Datenpads sind eigentlich im direkten Umfeld. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Nur eine Kiste. Da ist Schrott drin. Schrott war dafür da, um es an Händler zu verkaufen. Irgendwie. A Meteor. Was? Oh. Ja. Das ist auch außerhalb der Spielwelt. Ja, das sind ja nur. Es ist okay. Da hinten. Weißt du, als ob ich da jetzt hinfahren würde. Denk mal bitte nach. Einen kurzen Moment. Hier hineinschalten. Ja? Mein guter Volker. Aber ich habe gehört, er hat Meteorite gesagt. Das Hi, Meteorite. Es ist wieder auf Englisch. Oh nein, es dampft schon. Das ist nicht gut. Das darf's nicht. Das wird sowieso zerstört. Hä, was ist das denn? Ach so. Ja. Ich bin schlau, nur eine Seite hochzumachen.
Aber ganz ehrlich, ich könnte diese Animation nicht irgendwie nebendran machen, weil ich kann in der Zeit, in der das alles kommt, nichts machen. Ich kann das nicht überspringen. Außer wenn da halt Eingabe steht und nicht wirklich. Also das Spiel wird quasi pausiert. So, was ist das hier? Was zur Hölle passiert hier? Das sieht aus wie eine Höhe. Nimm mal. Wo schießt der denn hin? Der soll da unten hinschießen. Ach, was auch immer. Ich gehe jetzt zu meinem guten Wachturm. Guten Tag. Ich störe mal ganz. Hey, hey, hey. Was bist denn du? Ernsthaft? So, wo ist er denn? Ach du Scheiße. Was? Der hat mit einem Schuss hat er mein Auto und mich zerlegt. Ja gut, ne? Dann fällt das schon mal raus. ich... Das Signal... Achso, ja klar. Ich gucke jetzt mal, was hier 170 Meter entfernt ist. Das ist hier unten irgendwo. Oh. Hallo, hallo, hallo. Er hält nicht an. There's a slime-ridden mutie nest up ahead. We should clear these mutie hatcheries out right quick. They'll grow out of control. Nein, 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 nein. Ich will da raus. Ich will nicht da reinrollen. Puh, Glück gehabt. Ich will jetzt erstmal zurück zur Stadt, damit ich das Auto hier gesaved habe. Das Auto ist sehr gut. Außer wenn es um so Sachen hier geht. Ich habe das Gefühl, ich brauche entweder fettere Knarren dafür, oder ich muss einfach besser ausgerüstet sein, weil mit einem Schuss hat er mein Auto zerlegt. Da bleibt nicht viel übrig. Also... Da kann ich nicht viel machen, wenn ich direkt tot bin. Ist das falsch? Was haben wir denn hier? Ah ne, das sind unsere Leute. Die hier nicht. So, wie geht das jetzt? Wie kann ich jetzt hier mein Auto speichern? Halten E-Fahrzeug lagern. Schau mal einer an. Offiziell habe ich hier einen Panzer. Und wo ist er jetzt gelagert? Wie kann ich den jetzt mit dem rausfahren? Ich weiß nicht mehr, wie man das Menü öffnet. Das Automenü. Cheats? Hä? Bike, Fahrzeuge? Nein. Allgemein. BFG. Ich will sie. Ich will die BFG haben. Gute alte. Das hat doch da gerade gestanden, oder? Warum habe ich es nicht gelesen? Ach, scheiße. Rufen hier nicht möglich? Vom Phönix? Ich will keinen Phönix rufen. Ich will... Gab es hier nicht eine Quest sogar, die ich machen sollte? Ja, rede mit Marshall. Marshall war der Einäugige. Du, wie komme ich in die Stadt rein? Ich hab's vergessen. Ach, hier waren... Ja. Natürlich, natürlich. Wo ist denn die alte Schrulle? Ich glaube, ich gehe erstmal zum Händler, wenn ich einen finde. Der Händler war... Ich habe
keine Ahnung. Ich möchte da runter. Ernsthaft? Wie komme ich da hin? Na gut. Wo bist du, mein Freund? Hey Walker, hier. Down here. Gün doch. So, what's the problem? Problem is Gulo's missing. And without her intel, we're dead in the water. How so? Well, the scrambler should get you past the authority's security check. The thing is, I need to calibrate it to the current authority sex system, or else it won't work. Sent Gulo out to recon, and she went dark. Right before you got here, I get this. A dispatch, finally. Marsh, Gulo, I located an old authority hall. I think I can use the uplink inside to access the authority current, find out what sex system they're using. But there's trouble, Marsh. Some immortal shrouded are creeping the hills too, looking for tech and kills. I'm staying low, keeping my eye out. We've got a defiler spy! Grab her! Bring her back to the Orin roost! Marsh! I'm found out! They got me! Marsh! The immortal shrouded are some sick puppies. They torture for sport. We need the coordinates to that authority hall. And I'd prefer if my best spy remained alive. Yeah, here's a secret. They're not immortal. They die just fine. I'll get her out. Well, good luck, Ranger. Mm-hmm. Do bring that twitchy swill sponge back alive, will you? Das werde ich. Hat er die gerade eine harte Alkoholikerin genannt? Habe ich das richtig verstanden? Was ist das denn hier? Eine Mikrowellenkanone? Kann ich hier skillen? Nee. Was ist das? Nur Nobis klettern die Leiter. Wir haben Stil. Wir fahren mit dem Aufzug. Apropos Leveln. Was haben wir hier? Defibrillation. Konstitution. Ich warte, seit ich ein... Was? Ach so, das ist... Ja, ja. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Wie komme ich da hin? F? Nee, Leertaste. Und das wird erst freigeschaltet. Wann genau? Erst wenn ich hier alles gelernt habe? Nee. Ach, ich muss es... Stimmt, das war ja so, dass die Level und die Skills separat waren. Autoheilung von Verletzung und mal noch ein Ding hoch. Was gibt's hier jetzt noch? Explosion und Nahkampfangriffe. Ich habe vorhin einige Granaten in mein Face bekommen, ne? Deswegen nehme ich das mal. Filtriert, Level 2, das ist Ranger-Sturmgewehr, das habe ich ja schon aufgegradet. Davon habe ich überhaupt nichts. Das würde mir nichts bringen, wenn ich das jetzt upgrade. Allerdings bin ich mal so frei. Und mach das mal bei jeder Waffe. Die müssen ja auch irgendwann dazu kommen. Außerdem... Nee, ich habe keine. Also das Skillsystem ist sehr komplex. Das hat so viele Facetten. Da muss man sich wirklich erstmal ein bisschen durch... Weiß ich hier, 1000 verschiedene Währungen... Was weiß ich. Rundausbildung. Töten und vernichten. Das war dieser Kerl. Stimmt. 24 Stück habe ich. Sprintgeschwindigkeit. Das gefällt mir. Zerstückeln. Er hält die Chance auf einen kritischen Treffer um 30%. Das hört sich sehr gut an.
Spezialmunition ist jetzt genau was? Das hier. Wir ziehen sich ein Visier um die Bewegung. Das nehme ich auch mal mit. Was ist das hier? Was ist das hier? Das nehme ich mal mit. Die restlichen, obwohl ein Ding mehr noch skillen. Ja. Ich denke, das ist okay. So, Fahrzeuge. Der nächste Punkt. Phoenix, Raptor. Nein. Wie hieß das Ding? Boomer, genau. Boomer kann ich hier nicht rufen. Aber wie kann ich denn nochmal die Skills da benutzen? Upgrades sind nur für den verfügbar, nicht für die anderen. Was haben wir denn da? Schleudersitz. Ich heb das erst nochmal auf, wenn ich nachher vielleicht doch die anderen Fahrzeuge skillen kann. Gucken wir mal. So. Okay. Hier ist die Stirnackenfestung. Hier sind Elefanten-Dingsbums. Da gab's, stimmt, ich erinnere mich, da war eine Lagerkiste, die ich nicht gefunden hatte. Da will ich nochmal dran vorbeifahren. Die gerade nochmal gucken, ob ich sie finde. Ich meine, Lagerkisten, Datenpads, okay. Ich gebe zu, damit habe ich ab und zu Schwierigkeiten. Eigentlich jedes Mal. Aber Lagerkisten habe ich zwar nicht auf Anhieb, aber ich habe sie immer gefunden. Okay, was hast du für mich? Kann ich irgendwas verkaufen? Schrott? Was davon ist denn nochmal Schrott? Das hier, gell? Nein. Das hier? Das hier. Oh, da. Weg damit. So, ich kaufe gerne. Was hast du nur so für mich? Waffenkernmods. 9 Stück auf Lager. Wie viel? 1000. Was? Habe ich 4 Stück gekauft? Kann nicht sein. Schwierig. Es ist echt schwierig gerade. Ich nehme das einfach. Was soll's? Habe ich irgendeinen anderen Skin? Natürlich nicht. Warum auch? Kann ich hier vielleicht jetzt mein Fahrzeug mal rufen? Guck mal hier. Oh, Feuersturmrevolver. Hyperkanone. Allerlei wunderschöne Spielzeuge. Das wollte ich nicht. Hier will ich hin. Boomer. Ich möchte den gerne rufen, aber ich fahre jetzt einfach mit dem hier. Ich habe mir eingespeichert. Alles gut. Was zur Hölle? Was soll das denn? Hallo? Wo? Was passiert hier? Ich glaube, mein Auto hat einen Schaden. Ach, guck mal einer an. Nee! Ciao.
Ja, es ist Zeit für ein Nickerchen. Ich glaube, an dem Punkt ist es zu spät für Reparatur. Need some shut eye. Da sind wir schon längst. Ist in die Richtung jetzt? Schon längst drüber hinaus. Ich dachte mir gerade, das hier, was das ist, so. Aber damit kann ich Leute wegbouncen. Wenn ich in eine Richtung hier A oder D drücke und dann die rechte Maustaste, dann zappt er so zur Seite. Aber es hat definitiv Auswirkungen auf das Fahrzeughandling. Also da muss man schon aufpassen, wie man gerade gesehen hat. Kann man dadurch auch eine Klippe runterfallen. Hier erinnere ich mich noch dunkel. Destination reached. So. Hier galt es, eine Kiste zu finden, die nicht gefunden werden wollte. Wie sieht's hier aus? Okay. Das ist mir gerade, als ich hier reingefahren bin, als allererstes aufgefallen. Ja, so viel dazu. Hier habe ich auch noch was vergessen. Wenn ich eh gerade hier bin, wir haben jetzt so oft, so lange schon Sachen geöffnet. Wir machen jetzt einfach mal eine Mission. Ich habe die ganzen Upgrades und so nicht umsonst gemacht. Geht das? Kann ich hier einfach querfeldein? Das ist eine Arche. Verdammt, ich komme hier jetzt nicht hoch, oder? Kann ich da hochfahren? Das habe ich schon gemacht. Hey! Kleinen Turbo hinterher, wie sieht's aus? Nein, ich möchte nicht aussteigen, ich möchte hier ganz normal fahren. Gut. Gulo carries a locust device. Go to tech for any infiltrator. It'll be emitting a signal that you'll be able to pick up on this frequency. That's pretty nifty. Turbo. Boah, ich fucke hier gleich die ganze Wüste ab. Ich hab's geschafft. Das ist die hoch angepriesene Festung. Der Superkiller oder was? Okay. Ich habe. Achso, Gulus Signal. Eine große Truhe und 7 normale. Deswegen gucke ich erstmal ganz hier hinten. Hier was zu holen gibt. Das wird sehr spaßig da drin. Gatling Auto. Ach, Autokanonen. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Was heißt denn Autokanonen? Schießen die automatisch? Nee, aber die sind für die Autos. Das war schlecht. Viel zu spät geworfen. Was ist hier los? Hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Was war denn das gerade auf der Schrotflinte? Was ist das denn da? Da, dieses, was da so grün blinkt. Ich hab keine Ahnung. Ich gehe mal nach oben. Hallo? Ich weiß nicht, ob es gewollt ist, dass ich hier rumlaufe. Ich habe das Gefühl, das ist es nicht.
Wo sind die Kisten? Wie, das ist doch ein Schloss. Ich kann hier nicht rein? Wow.